Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal PC-Check. Heute widmen wir uns den Medion Eraser Engineer X10. Der wurde mir vorgeschlagen, weil mir jemand über Discord geschrieben hat, er würde sich den gerne kaufen. Und wir starten einfach mal durch, wie wir es immer machen. Als erstes zu dem Bild. Das Bild scheint nicht fake zu sein. Es wird noch darauf hingewiesen, irgendwo habe ich das hier gelesen auf der Seite, dass das nur ein Beispielbild ist für das Gehäuse. Man sieht aber jetzt auch nicht sonderlich viel. Der Lüfter wird wohl da sein. Der hier, das ist ein Medion-Lüfter, die Dinger kenne ich. Die sind ungefähr gleichzusetzen mit den Lüftern, die grundsätzlich dabei sind. Deswegen nehmen wir gleich auch bei dem Prozessor einfach die Box-Variante, weil da der Lüfter schon mit dabei ist, passend zum Prozessor. Hier haben wir auch schon die technischen Daten. Da drin ist ein Intel Core i7 10700. Der ist ungefähr gleichzusetzen mit einem Ryzen 3800. Der ist noch ein bisschen günstiger, der 3800, aber dafür der Intel auch noch ein bisschen schneller. Ich zeige euch das mal hier. Hier haben wir den Vergleich. Hier seht ihr den 10700 bei Amazon 332 €. Hier der hier 307 €. Hier sieht man erst ein Tickchen schneller. 0,6 GHz höhere Turbotaktrate, 12% höheres Ergebnis in einem Benchmark. Hier 6% im Cinebench, 3% im anderen Cinebench. Die tun sich jetzt nicht viel. Ihr seht auch am Endergebnis 67 zu 71 Punkte. Dafür bezahlt ihr halt auch diese 30 € mehr, zumindest bei Amazon. Ne? Aber es scheint ein guter Prozessor zu sein zum Zocken und der kostet bei Geizhals 274,37 €. Ich vergleiche jetzt bei Geizhals, weil es viele Hardware-Komponenten bei Mindfactory einfach nicht gab. Ich nehme ja gerne mal dann ähnliche Komponenten, weil ich mir den Preis vorher angeguckt habe, aber hier sind es so viele Komponenten, die ich nicht gefunden habe, dass ich es jetzt einfach direkt bei Geizhals mache. Sonst hat Mindfactory aber auch meistens die günstigsten Preise. Ich weiß auch nicht, ob dieser Shaka Deals in den USA das jetzt wirklich für den Preis anbietet, ob das fake ist. Ihr würdet das natürlich nicht in den USA kaufen. Hier unten steht auch direkt Mindfactory, die sind dann 15 Cent teurer. Von daher völlig egal. Packen wir so quasi in den Warenkorb. Betriebssystem, Windows 10 Home. Ja, ist schade. Ist ein Gerät, was über 2000 € kostet. Da hätte ich zumindest Professional erwartet, aber ist nicht so schlimm. Nvidia GeForce RTX 3070 mit 8 GB. Meine Güte, ich habe mir eben die Preise angeguckt. Ne? Schaut euch das mal an. Das Teil kostet 1339,90 €. Das ist nicht normal. Gut, das ist jetzt die Gaming X Trio. Aber, ey, ihr könnt nicht 1300 € für eine Grafikkarte auf den Tisch legen. Das hat man früher für eine Titan auf den Tisch gelegt. Das ist Quatsch. Ich glaube, die UVP von dem Teil sind um die 600 €. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut. Das ist jetzt so rein aus dem Kopf heraus. Aber das ist Wahnsinn. Ich würde das niemals ausgeben für eine Grafikkarte. Es sei denn, es ist wirklich das High-End-Modell. Aber hier kommt noch die 3080, 3090 hinterher. Ja, egal, packen wir so in den Warenkorb. Es steht so da, der ist im Moment sowieso nicht lieferbar, der Rechner. Ich habe es mal nachgeschaut, der steht aktuell leider nicht lieferbar, wird aber wahrscheinlich wieder bald so sein. Es liegt höchstwahrscheinlich auch an den Grafikkarten, weil alle anderen Komponenten sind halt verfügbar. Die hier ist jetzt zwar auch verfügbar, aber für den Preis ist es Wahnsinn. Was die FPS angeht, brauchen wir uns darüber nicht zu unterhalten. Das ist eine 3070, die rotzt euch alles weg. Macht ihr Far Cry, macht ihr Assassin's Creed, macht ihr Minecraft, macht ihr Fortnite, macht ihr GTA. Das läuft alles hundertprozentig. Auf Full HD auf jeden Fall 144 Hertz, überhaupt kein Problem. Wenn ihr WQHD zockt, denke ich auch, das schafft die noch. Ihr müsst dann halt mal bei YouTube gucken. Da gibt es meistens so Tests in bestimmten Kombinationen mit dem Prozessor dann auch. Der 10700 reicht dicke dafür. Also mit der Kiste könnt ihr auf jeden Fall gut zocken. Was ich schade finde bei dieser Grafikkarte, die hat nur 8 GB Speicher. Aber gut, die 3060 zum Beispiel, die jetzt vor kurzem rausgekommen ist, hat 12 GB. Das wird ja einen Grund haben, warum sie das so gemacht haben. Mit 8 GB kommt ihr auch hin. Überhaupt kein Problem. Meine hat jetzt auch 12 GB, aber für die meisten Spiele reicht es auf jeden Fall. Die TDP ist mit 220 Watt natürlich heftig. Und das finde ich auch schade, weil, glaube ich, bei dem PC wird kein Netzteil angezeigt. Müssen wir gleich nochmal gucken. Packen wir so in den Warenkorb. Dann haben wir eine 1 TB PCI Express SSD. Ja, jetzt ist es die Frage, was ist das für eine? Es steht leider nirgendwo. Ich könnte jetzt natürlich schauen, ob den jemand bei YouTube auseinandergenommen hat, aber wir nehmen einfach wieder die Crucial, die wir immer nehmen. Die ist auch 1 TB, auch PCI Express. Hier ist ja auch schon 84,40 €. Eine ganz normale M.2 SSD. Hat 2000 MB im Lesen und 1700 im Schreiben, reicht locker dicke zum Zocken. Ich glaube, ich habe die sogar selber verbaut. Nee, Lexi hat die verbaut. Genau, so war das. Dann haben wir 32 GB Kingston HyperX Fury DDR4 Arbeitsspeicher mit 3200 MHz. Sehr interessant. Der Prozessor unterstützt offiziell 2933 MHz. Das Ding ist also leicht übertaktet. Und es ist immerhin Kingston HyperX Fury. Habe ich auch nichts gegen. Immer noch besser als G-Skill Aegis. Aber in der Preisklasse darf man auch schon mal mit was Besserem rechnen. Und 32 GB. Jetzt sagt ihr wahrscheinlich, wofür braucht man 32 GB? Ja, es ist bei mir zum Beispiel so gewesen, Horizon Zero Dawn alleine hat schon 16 gefressen, als es released worden ist. Die haben es jetzt optimiert mittlerweile. Aber als ich es auf dem Rechner installiert hatte und dann diesen Performance-Test gemacht habe, hat der den RAM-Speicher komplett vollgehauen. Ist schön, dass man es hat. Wird man in Zukunft wahrscheinlich auch brauchen.
Kostet hier 169,90 €. Das ist auch genau der passende mit 3200 MHz, 32 GB. Dieses Kit, das sind immer zwei Stück. Dual Channel, auch ganz wichtig. Kennt ihr ja schon aus den anderen Videos. Packen wir so in den Warenkorb. Das Mainboard, ein B460M Aorus pro Gigabyte. Gut, habe ich auch für AMD. Das Aorus Elite habe ich, glaube ich. Der Chipsatz ist natürlich auf Intel abgestimmt, genauso wie der Sockel. Ihr könnt jetzt kein Mainboard nehmen, was auf AMD-Sockel spezifiziert ist. Da wird der Intel gar nicht draufpassen. Allein schon, weil der Intel hat keine Pins, so wie die AMD-Prozessoren, sondern der hat diese Flächen, die Pins sind auf dem Board. Also das würde so oder so nicht passen. Hier ist es auch schon, das ist ein mittleres Board, also hier oben kommt auf jeden Fall die Grafikkarte rein. Dann habt ihr vielleicht noch die Möglichkeit, zwei Erweiterungskarten reinzustecken, aber das war's dann auch. Hier eventuell unter der Grafikkarte noch einen zweiten M2-Slot. Ich weiß nur nicht, ob das Sinn macht wegen den Temperaturen. Es kommt dann immer auf die SSD an und ob die einen Kühlkörper mit dabei hat und so weiter. Viel mehr kann ich jetzt auch nicht zu dem Board sagen. Ihr habt vier RAM-Speicherplätze. Die Anschlüsse sind zu Genüge, wenn ihr mit 5x USB klarkommt. Der hat sogar noch, falls der Prozessor halt eine Grafikeinheit hat, könnt ihr dann noch einen Monitor anschließen und darüber das Bild ziehen. Aber ihr habt ja eine Grafikkarte, deswegen sowieso uninteressant. Packen wir so in den Warenkorb. Gehäuse, ein InWin 301 mit Staubschutzfilter. Das war aber auch das höchste der Gefühle. Ich weiß nicht, was InWin ist. Habe ich noch nie gelesen, aber ich habe es tatsächlich gefunden. Hier ist es auch schon, ganz minimalistisches Gehäuse, nichts Besonderes. Klar, eine Seitenscheibe, das hat mittlerweile gefühlt jedes. Ist jetzt nicht so heftig mit diesen ganzen Lüftern, wie ihr das so kennt. Wenn ihr zum Beispiel ein Lian Li nehmt, die sind natürlich schon, also die Dynamic O11 zum Beispiel, auch die XL-Variante, da habt ihr dann diese neuen Lüfter, wie ihr das immer alle gerne haben wollt, mit dem ganzen RGB. Das Teil kostet 93 € bei Mindfactory sogar, das packen wir jetzt hier so bei Geizhals in den Warenkorb. Software hatten wir ja eben schon, Windows 10 Home ist klar, eine Testversion für Microsoft 365. Auf diesem PC ist eine 30-Tage-Testversion für Microsoft 365 Neukunden vorinstalliert. Das heißt, wenn die ausläuft, dürft ihr euch das kaufen. Beziehungsweise ihr nutzt es dann einfach nicht mehr. McAfee LiveSafe, kostenlose 30-Tage-Testversion. Ihr müsst euch das so vorstellen. Die Softwarehersteller sagen jetzt zu Medion, hey, pass auf, installier die Software vor. Vielleicht generieren wir dadurch Kunden, weil die Leute sich denken, nach 30 Tagen, geil, das kaufe ich mir. Dadurch wird der PC natürlich auch noch ein bisschen günstiger. Ich hoffe, Medion gibt das auch an den Kunden weiter. Hier sind nochmal die ganzen Anschlüsse. Das könnt ihr euch ja dann selber durchlesen. Das ist jetzt nichts Besonderes. Die Rückseite ist meistens sowieso nur das Mainboard. Darüber haben wir eben gequatscht. Vorderseite hat noch zweimal USB, einmal Mikrofoneingang und einmal Audio-Out fürs Headset. Kommt natürlich auch aufs Headset an. Meins zum Beispiel hat einen USB-Stecker, weil die Soundkarte dann quasi im Headset integriert ist. Das ist das Logitech G430. Andere Headsets haben halt noch die ganz normalen Klinkenstecker und dann könnt ihr das halt vorne am Rechner anschließen. Jetzt haben wir natürlich das Problem, hier wird nicht angegeben, was für ein Netzteil verbaut ist, wie viel Watt das hat. Es muss natürlich ausreichend sein für die Grafikkarte, sonst würden sie sich selber ins Knie schießen. Ich habe dafür jetzt einfach mal ein 700 Watt Netzteil genommen. Damit seid ihr auf der sicheren Seite. Es ist sogar modular. Ich glaube nicht, dass die ein modulares verbauen. Also modular bedeutet, ihr könnt hier die Stecker so platzieren, wie ihr sie braucht. Wenn ihr jetzt zum Beispiel keine SATA-Anschlüsse braucht, dann könnt ihr die einfach weglassen am Netzteil. Dann habt ihr die ganzen Kabel nicht hinten im Gehäuse liegen. Ist ganz praktisch. Kostet 96,45 €, auch bei Mindfactory. Ist wieder der günstigste Preis. Deswegen vergleiche ich da auch so gerne. Ich habe mit Mindfactory sonst nichts zu tun. Nicht, dass jemand sagt, ich würde da irgendwie Geld für kriegen. Es ist nur einfach so, dass Mindfactory meistens die günstigsten Preise hat. Das packen wir jetzt so in den Warenkorb. Ja, ansonsten Standardinformation, Garantie 24 Monate, Gewicht 12 Kilogramm. Garantie ist okay. Ich habe bei anderen Herstellern jetzt schon gesehen, dass die auch 36 Monate geben. Ich glaube, Megaport war das oder Mifcom, ich weiß es nicht ganz genau. Was ihr noch mit dazu kriegt, ist Hitman 3 und Crysis Remastered. Das hat vielleicht einen Gesamtproduktwert von, sage ich jetzt mal, 60 €. Ich weiß nicht, was die Spiele kosten. Crysis Remastered wird nicht 60 € kosten alleine. Denk mal so 30, weil Crysis ist ja Remastered, das gab's ja schon, das Game. Die kriegt ihr auf jeden Fall mit dabei. Beleuchtetes Glasdesign, ja gut, das haben wir ja eben gesehen bei dem Gehäuse. Optimiertes Kühlsystem, da ist überhaupt nichts optimiert, da sind einfach nur Luftschlitze an der Seite. Hat auch fast jedes Gehäuse. Hier nochmal zu der PCI Express SSD, es wird wirklich nicht angegeben, was es für eine ist. Ich habe jetzt wirklich einfach nur die Crucial genommen, wisst ihr ja. So, und dann sind wir auch schon durch mit der ganzen Geschichte. Hier ist der Warenkorb, hier ist die Crucial, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir bei 2.186,81 €. Das Teil soll kosten 2.099,95 €. Seid ihr sogar günstiger. Und ihr kriegt die beiden Spiele noch dabei. Dann müssen wir auch noch dabei rechnen. Es ist halt wirklich wegen den Grafikkarten so. Es ist sowieso nicht lieferbar gerade. Von daher, wenn die Grafikkarte jetzt UVP wäre, ich sage jetzt wirklich mal so 600 €, glaube ich, habe ich irgendwie im Kopf, dann wäre das Teil zu teuer. Gut, sie müssen es noch zusammenbauen und so weiter, aber die kriegen ja auch andere Einkaufspreise. Wenn er verfügbar ist und ihr mit den aktuellen Grafikkartenpreisen cool seid, ich wäre es nicht, aber wenn euch das nicht stört,
dann ist der PC okay. Vor allen Dingen wegen dem RAM. Der ist leicht übertaktet. 3200 MHz. Ich finde das sowieso komisch. AMD sagt, pass auf, unser Prozessor, sagen wir der 3600, 3700, schafft 3200 MHz im RAM. Dann packen die 3000er da rein. Jetzt haben wir hier ein Intel-System, der offiziell nur 2933 packt. Oh, da packen sie 3200 da rein. Ist Wahnsinn. Ich verstehe es nicht. Also, von der Konfiguration her ist der in Ordnung. Könnt ihr nichts mit falsch machen. Das Ding hat Bums. Überhaupt kein Problem. Ist natürlich schon eine hohe Preisklasse. Ist klar. Aber alles in allem, wie gesagt, wenn die Grafikkartenpreise euch nicht stören, dann kauft euch den ruhig, wenn er wieder verfügbar ist. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.